Hi, Forti hier. Du bist Valorant-Anfänger und suchst nach einer Möglichkeit, wie du offline für sich alleine quasi üben kannst. Dann bist du hier genau richtig, denn genau das will ich dir in diesem Video erklären. Das ist ziemlich einfach. Du gehst einfach auf Spielen und dann auf eigenes Spiel. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die du natürlich wissen solltest und kennen solltest. Zum einen gibt es hier unten die Option Trainingslager. Das ist auch tatsächlich als solches zu verstehen. Hier gibt es einmal so einen offenen Schießstand. Das ist aber auch wirklich ein Schießstand. Du kannst da hinlaufen und du kannst da einfach jede beliebige Waffe wählen und du kannst da einfach ein bisschen rumballern. Dann gibt es den Schießstand auch mit gewissen Herausforderungen, dass da zum Beispiel die Uhrzeit oder eine Zeit runtertickt und du musst versuchen, möglichst viele Kills auf Bots in diesem Schießstand zu machen. Das ist sicherlich interessant, um einfach schon ein paar Waffen hier auszuprobieren, um Aim zu üben gegen Bots, wie gesagt, dass man einfach versucht, zum Beispiel Headshots und oder generell einfach ein Gefühl fürs Aiming zu bekommen. Und dann, wenn es das Ganze zu einfach ist, dann drückt man auf F2 zum Beispiel und kann auch andere Agents wählen oder F3, um die Geschwindigkeit und verschiedene Einstellungen zu verändern, wenn das Ganze vielleicht zu einfach ist. Und wenn man das schwer einstellt und sagt Start, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Dann sind die kaum da. Also ich bin ja selber jetzt auch nicht der krasseste Aimer. Außerdem gibt es unter Trainingslager auch diese beiden Optionen, Spike platzieren und Spike entschärfen. Und hier kannst du jeden Agent auswählen, den es gibt. Also nicht nur die, die du schon freigeschaltet hast, denn ich habe auch noch nicht alle freigeschaltet. Zum Beispiel Neon ist ja quasi noch neu. Und wenn man einfach ausprobieren möchte, wie spielt sich eigentlich der Champion, dann kann man das hier schon wunderbar machen. Und dann kann man hier eine Waffe auswählen, kann man hier auf Start suchen, beziehungsweise nach dem Start klicken muss man nochmal die Waffen kaufen und seine Fähigkeit nochmal kaufen. Und dann kann man quasi schon loslaufen. Und einfach dann hier, da gibt es die kleine Map. Überall hier können irgendwelche Bots verteilt sitzen. Das ist eben Spike entschärfen, der Modus. Und natürlich gibt es auch eben die Möglichkeit, dass man auch so gewisse, naja, Spezialattacken der Agents ausprobieren kann. Und dann natürlich hier Spike planten, Bombe planten und warten, dass die Gegner auch versuchen zu entschärfen. Und das ist natürlich hier noch relativ einfach, aber wenn man F3 drückt, dann kann man auch andere, also schwere Bots einstellen. Und je nachdem, was man genau übt, also mit welchen Waffen zum Beispiel, also ich hab das zum Beispiel vorhin einfach mit der Operator ausprobiert, das ist ja quasi die AWP. Und wenn du dann gegen starke Bots spielst, ist das schon schwierig, meiner Meinung nach. Also das ist schon ein gewisser Anspruch. Auch obwohl es natürlich nur Bots sind, die sind schon nicht schlecht im Aimen. Und ich natürlich nicht. So, aber ihr wisst, was ich meine. Und genauso im Prinzip beim Spike-Entschärfen-Modus. Der Spike ist direkt beim Rundenstart schon geplantet und dann muss man hier einfach irgendwo schauen, wo hier ein paar Bots lauern. Im Prinzip natürlich unter Einsatz verschiedener Fähigkeiten, um einfach das Ganze gut zu testen und dann natürlich Spike entschärfen, Runde vorbei und dann kann man das Ganze neu starten. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich die Maps anzuschauen, und zwar wirklich alle Maps, die es im Pool gibt, anzuschauen, ganz alleine und für sich. Also als Beispiel meinetwegen Heaven oder so. Und hier kannst du auswählen, Angreifer oder Verteidiger, wo möchtest du starten? Also wenn man zum Beispiel als Verteidiger das Ganze sich anschauen möchte, macht das schon Sinn oder kann das schon Sinn machen. Aber wichtig ist, unter Optionen Cheats erlauben. Turniermodus ist egal, kann man ausmachen. Verlängerung kann man ausmachen. Alle Runden bis zum Ende spielen kann man ausmachen. Matchverlauf ausblenden ist eigentlich völlig Wurst. Aber auf jeden Fall Cheats erlauben. Hier kann man leider nur die freigeschalteten Agents ausprobieren, also nicht alle. Und dann, wenn die Runde losgeht, kann man Escape drücken, dann auf Cheats gehen und dann gibt es tatsächlich ein paar Settings einzustellen. Geist ist egal, also braucht man eigentlich nicht Match-Timer pausieren an, damit die Zeit nicht ausläuft. Wenn ich jetzt hier schließe, dann sieht man da oben die 27 Sekunden, die bleiben stehen und laufen nicht weiter. Also die Zeit läuft einfach nicht weiter. Endspielphase, ja. Dass man keine, naja, kein Warm-up und so weiter spielen muss, sondern es ist schon die richtige Runde sozusagen im Gange. Dann Spiel neu starten kann man zwischendurch auch machen, wenn man das Bedürfnis hat. Unendliche Fähigkeiten macht schon Sinn, dass man seine Fähigkeiten, also wenn man beispielsweise einen neuen Champion, neuen Agent hat, dass man den ausprobiert,
wirklich ausgiebig. Deswegen macht das schon Sinn, hier unendliche Fähigkeiten zu aktivieren. Unendliche Munition von mir aus auch. Oder es ist eigentlich egal. Also das kann jeder für sich selber irgendwie festlegen oder auswählen, je nachdem, was man genau üben möchte. Und Verwundbarkeit ist eigentlich egal. Auto-Respawn von mir aus auch. Ist aber letztendlich egal, weil man hier eigentlich alleine ist und niemand kann einen töten. Und außerdem kann man auch für die nächste Runde auch einfach hier spontan einen anderen Agent auswählen und braucht nicht das Game irgendwie einmal komplett beenden, rausgehen und ein neues Custom-Game irgendwie starten, sondern man kann das hier direkt auswählen. Hier Sage von mir aus, Einstellung schließen und Spiel neu starten. Und natürlich kann man dann so ein bisschen rumlaufen auf den Maps und dann schauen, wo sind eigentlich die strategisch wichtigen Punkte und Positionen auf einer Map. Wo kann man mit welcher Fähigkeit irgendwie entspannt hinkommen, wie zum Beispiel jetzt, wie könnte ich irgendwie smoken mit Omen oder so. Also ist natürlich einfach nur ein Beispiel oder halt eben irgendwelche beliebigen Fähigkeiten, ne? Wie jetzt irgendein Board oder so und natürlich auch die Ulti sonst wohin zum anderen Spot rüber oder so. Das Dumme ist tatsächlich, dass man hier keine Gegner hat in so einem eigenen Spiel, in so einem Custom-Game. Das ist zum Beispiel in CSGO schon ein bisschen cooler, da kann man sich einfach Bots spawnen auf so einer eigenen Karte, auf so einer eigenen Map und dann kann man einfach irgendwie ein bisschen wild üben. Das kann man hier leider nicht, zumindest ist mir persönlich keine Möglichkeit bekannt, sondern dieses eigene Spiel eignet sich wirklich nur dafür, um komplett alleine die Maps oder Fähigkeiten sich anzuschauen oder vielleicht mit einem Kumpel oder mit ein, zwei Kumpels sich ein eigenes Spiel zu machen, um einfach irgendwie aus Spaß mal durch die Gegend zu ballern. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video helfen konnte und dir zeigen konnte, wie du an sich offline quasi ohne richtige gewertete oder ungewertete Matches schon üben kannst, ohne dass du irgendwie von etwas abhängen, ohne dass du von etwas abhängig bist. Ohne dass du auf andere Menschen oder Mitmenschen achten musst. Von daher, ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Daumen nach oben, wenn das der Fall ist. Abonniere meinen Channel für weitere Tutorials. Hau rein und bis denn. 4K.